So, endlich komme ich auch mal wieder dazu, ein Video zu drehen, denn ich wurde schon vor längerer Zeit von der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland zu einem Tag getaggt, und zwar der End of the Year Book Tag. Und wir haben das Ende des Jahres noch nicht ganz, also passt das, dass ich das noch drehen kann. Das Ganze hat 6 verschiedene Fragen, wo ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ich dieses Jahr eigentlich noch lesen möchte. Und wenn euch interessiert, wie ich die Fragen beantworte, dann bleibt einfach dran. Die erste Frage ist schon direkt richtig gemein. Hast du noch angefangene Bücher, die du noch fertig lesen willst oder musst? Und da ist bei mir schon das große Problem. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr wenig gelesen, deswegen ja, gibt es da so ein paar. Aber 2 möchte ich auf jeden Fall noch beenden, beziehungsweise 1 sollte ich beenden. Es geht zum einen einmal um Silver Whispers, die Geisterflüsterin, denn das ist ein Rezensionsexemplar, was ich jetzt im November, glaube ich, zugeschickt bekommen habe. Ende November, und ja, das ist halt ein Buch, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch beenden sollte. Hier geht es um die 16-jährige Charlotte, und sie sehnt sich eigentlich total nach Normalität, aber ihre Eltern sind so ein bisschen abgespaced und sind auf Geistersuche und nehmen alles Paranormales irgendwie auf. Ja, nur eines Tages merkt halt Charlotte, dass sie sehr sensibel auf diese ganzen Energien und Geister reagiert und sie anscheinend irgendwas verfolgt. Fand ich ganz interessant, wie gesagt, ist frisch rausgekommen im CBT-Verlag, und deswegen sollte ich das dieses Jahr definitiv noch beenden. Ja, ein Buch, wo ich mir aber ganz ehrlich keine Hoffnung mehr mache, dass ich es dieses Jahr wirklich beende, ist von Markus Heitz Ära, Die Rückkehr der Götter. Das habe ich ja auch in der Run an den Sub-Challenge 2019 gelesen für Out of Your Comfort Zone. Ich glaube, das war für November das Buch. Ja, ich habe nicht wirklich viel gelesen, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das wirklich zu Ende lese dieses Jahr, aber ich nehme es mir auf jeden Fall vor. Ich werde einfach jeden Tag mal so ein paar Seiten lesen, und irgendwann bin ich ja hoffentlich durch. Ja, hier geht es halt um Götter. Also wir haben das Jahr 2019, und die Weltordnung ist komplett auf den Kopf gestellt, denn plötzlich tauchen alle Götter, die man irgendwie kennt, auf. Selbst die kleinsten, egal von welcher Kultur. Nur, ja, die Großen, auf die viele warten, die tauchen seltsamerweise nicht auf. Ja, und dann ist ja halt so ein Ermittler und Mordfälle, die dann gelöst werden müssen. Kommen irgendwie noch nicht ganz rein. Viele haben mir gesagt, Markus Heitz hat eigentlich sehr tolle Bücher. Nur, das ist wohl nicht unbedingt der Favorit von vielen, und ja, kann ich bis jetzt auch verstehen. Also ich muss vielleicht nochmal reinkommen, aber ich mache mir nicht so große Hoffnung, dass es dieses Jahr tatsächlich noch was wird. So, zweitens, hast du ein herbstliches Buch, das sich auf das Jahres... was auf des Jahresendspurt einstimmen soll? Wahrscheinlich auf den. Also auf den Jahresendspurt einstimmen soll. Habe ich tatsächlich nicht. Nein. Zum einen haben wir keinen Herbst mehr. Ich drehe das jetzt im Winter. Und ja, ich wollte Die Stadt der besonderen Kinder lesen. Habe ich immer noch nicht getan. Lassen wir das einfach dabei. Die dritte Frage ist, auf welche Neuerscheinung wartest du noch sehnlichst? Und ich habe keine Ahnung so bei Neuerscheinungen, was für Bücher kommen, wann raus, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich da immer ziemlich unwissend. Aber auf eins warte ich tatsächlich, das kommt aber erst im nächsten Jahr raus. Zumindest auf Deutsch, ich glaube auf Englisch ist es, glaube ich, sogar schon erschienen. Auf jeden Fall möchte ich gerne die Elfenreihe hier von Holly Black weiterlesen. Elfenkrone ist ja Band 1, Elfenkönig Band 2, und ich möchte unbedingt Band 3 lesen. Also ich bin wirklich super gefesselt von der Reihe. In der geht es ja um Jude, und Jude ist ein Menschenkind und sie lebt aber in der Welt von den Elfen. Und da passieren sehr, sehr viele interessante Dinge, weil als Mensch in der Elfenwelt, ja, hat man es nicht unbedingt so leicht, und dann ist ja auch ganz viel im Königshaus, was drunter und drüber geht, und Jude hat da eine sehr wichtige Rolle. Ja, ich möchte das auf jeden Fall lesen, deswegen, da warte ich wirklich sehnsüchtig drauf. So, dann haben wir als viertens, welche 3 Bücher willst du noch unbedingt bis zum Jahresende lesen? Da habe ich mir jetzt einfach nochmal Silver Whispers rausgesucht, weil das habe ich zwar angefangen und gerade in der Frage beantwortet, aber ich möchte es auf jeden Fall auch noch bis Jahresende gelesen haben. Ja, und eigentlich auch noch eine Menge andere Bücher, und mir läuft die Zeit davon. Ich glaube, das werde ich alles nicht schaffen. Aber was ich eigentlich noch beenden wollte dieses Jahr oder überhaupt erstmal anfangen, ist ja auf den ersten Blick, Jede große Liebe hat ihre Geschichte. Das habe ich ja schon in meinen 5 Büchern für die Winter- und Weihnachtszeit gezeigt. Das ist so eine Geschichtensammlung von verschiedensten Autoren, die über das Thema Liebe und Weihnachten halt schreiben. Herausgeberin ist Stephanie Perkins, und wie gesagt, Holly Black zum Beispiel hat ja auch was geschrieben, und David Levithan. Also schon ziemlich coole Autoren auch dabei. Ich hoffe ja mal, dass ich das zur Weihnachtszeit noch ein bisschen, ja, gelesen bekomme, aber wir werden es sehen. Aber das wäre auf jeden Fall ein Buch, was ich noch lesen würde dieses Jahr. Ja, und eins, was ich bestimmt auch nicht schaffen werde, sind wir mal realistisch. Aber das ist das Buch für die Run an den Sub-Challenge.
Dezember. Da ist nämlich die Aufgabe gewesen, ein Buch zu lesen, wo der Titel nur aus einem einzigen Wort besteht. Und da habe ich halt Pretty von Georgia Clark. Da steht wirklich nur Pretty, da ist kein Untertitel, kein gar nichts. Und ja, hier ist das wohl auch irgendwie ganz seltsam, weil da in New York Mädels auf einmal so ein, ja, irgendwas bekommen, dass die alle plötzlich mega, mega schön sind. Irgend so ein Wundermittel. Und dass das natürlich ein paar Konsequenzen mit sich zieht. Ich glaube, es ist so ein bisschen abgespaced, hat vielleicht so ein bisschen, ja, Gossip Girl-mäßig was, also so in die Richtung, was man alles so kennt, aber eben mit einer Portion Beklopptheit, weil das hört sich einfach für mich so an. Könnte mir also eigentlich ganz gut gefallen, habe ich auch tatsächlich noch gar nicht so viel auf Booktube oder Bookstagram von gesehen. Ja, aber wie gesagt, ob ich es schaffen werde, wir werden es ja dann sehen. So, dann haben wir fünftens, welches Buch könnte dich noch umhauen und zu einem Jahreshighlight werden? Und da hoffe ich tatsächlich auf Kerstin Gier, und zwar Wolkenschloss. Ich bin ja ein großer Fan von Kerstin Gier, die Edelstein-Trilogie war ja schon ganz toll und Silber hat mir auch gefallen, obwohl viele Silber schon nicht so gut fanden mehr, beziehungsweise gesagt haben, dass Silber immer schlechter wurde. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen hoffe ich, dass Wolkenschloss mir auch so gut gefällt. Das habe ich ja auch schon in meinem Video letztens vorgestellt. Da geht es ja auch um ein Grand Hotel, was halt ja, seine guten Zeiten immer hat. Und an Weihnachten sind jetzt ganz viele Leute hier. Und die 17-jährige Fanny, die ja, versucht ja einige Sachen aufzuklären. Denn anscheinend sind nicht alle Gäste so, wie sie vorgeben zu sein. Und ein paar Geheimnisse und mysteriöse Sachen passieren hier noch. Und es sieht einfach auch mega schön aus, sind wir doch mal ehrlich. Deswegen hoffe ich, dass es noch ein Highlight werden kann und wenn es dieses Jahr halt kein Highlight wird, dann hoffentlich nächstes Jahr. So, zum Schluss die sechste Frage. Welchen Lesevorsatz hast du jetzt schon für das nächste Jahr gefasst? Und ich glaube, der Vorsatz ist relativ einfach, nämlich einfach generell wieder mehr Bücher zu lesen. Ich glaube, ich habe jetzt schon tausendmal erzählt, dass dieses Jahr sehr, sehr durcheinander war, sehr chaotisch mit den ganzen Umzügen, sei es privat, sei es von der Arbeit. Ich kam einfach nicht mehr wirklich so viel dazu zu lesen und habe, wenn, ja, wenn ich dann sehr müde war, eher mal zu einer Serie gegriffen und da mal was geschaut. Und da hat das mit dem Lesen leider ein bisschen gelitten, obwohl ich echt viele Bücher habe, die ich so gerne lesen möchte. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es im nächsten Jahr ein bisschen ruhiger wird, dass ich mich dann überall ein bisschen eingelebt habe und mal wieder ein bisschen zurückfinde und halt auch mal wieder ein paar Bücher mehr lese. Denn ich kann jetzt schon mal spoilern, das Video kommt zwar noch, aber ich spoiler schon mal für alle Interessierten. Meine Lese-Challenge auf Goodreads habe ich nicht geschafft, was ich sehr schade fand. Beziehungsweise ich werde sie auf jeden Fall nicht schaffen, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, aber ist halt so, man soll sich ja keinen Druck machen. Ich habe schöne Bücher gelesen und deswegen ja, wird das nächste Jahr hoffentlich da ein bisschen angenehmer. Ja, mit dem Taggen ist es jetzt wieder ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht mehr viel vom Jahr übrig. Ich weiß nicht, wer das Video noch drehen möchte, falls Lea von City of Words and Pages da vielleicht mal Lust hat und sagt, so, ich drehe das jetzt mal ganz spontan. Tut ihr keinen Zwang an oder auch alle anderen, ihr könnt natürlich jederzeit dieses Video machen, denn wie gesagt, ich bin ein bisschen spät dran, aber lieber spät als nie. Deswegen danke nochmal Sarah, dass du mich getaggt hast. Du weißt genau, dass ich Tags gerne mag und ich freue mich jedes Mal, wenn du mich auch zu tollen Tags taggst. Denn ganz viele kenne ich tatsächlich gar nicht und lerne ich erst durch deine Videos kennen. Deswegen freue ich mich immer, dass du da an mich denkst und mach sie natürlich sehr, sehr gerne. So, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und notfalls könnt ihr hier mal noch alte Tags angucken, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, aber vielleicht kennt ihr sie noch nicht und habt da auch noch ein bisschen Spaß dran. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!